So, kommen wir nun auf das Thema Kompressoren. Ohne Luft geht hier gar nichts. Wir haben jetzt mal zwei Luftkompressoren. Einmal habe ich mein altes Gerät, mit dem ich bei mir zu Hause arbeite. Das Ding ist schon ein bisschen älter, knapp 15 Jahre alt, funktioniert aber noch hervorragend. Ja, man hat hier einen Motor, man hat hier die Pumpenmechanik, man hat hier einen Druckschalter, der bei Überdruck abschaltet. Und dann geht die Druckluft in einen kleinen Adapter mit einem Wasserabscheider und einem Druckregler, dass man auch hier den Druck regeln kann. Hat seine Vor- und seine Nachteile, seine Vorteile. Ich kann es mal eben zeigen. Ich schalte die Pumpe ein. Und ist relativ schnell auf dem Punkt, dass ich dann mit der Pistole, die angeschlossen ist, sprühen kann. So, klappt hervorragend. Man hört jetzt aber schon den Nachteil. Dieser Kompressor, der hat keinen Drucklufttank, wo er seine komprimierte Luft erstmal zwischenparkt, sondern es geht direkt durch, ja, nur durch die Schläuche und durch die Pumpe über den Druckregler in die Pistole rein. Man kann damit gut arbeiten. Das Problem ist, die Pumpe, die läuft quasi unentwegt. Hat den Nachteil, dass es zum einen unheimlich laut ist, zum anderen wird die Pumpe irgendwann heiß. So, Regelfall ist ungefähr, wenn man eine Viertelstunde sprayt, muss man auch ungefähr eine Viertelstunde bis auch halbe Stunde warten, bis der Motor abgekühlt wird. Weil das ist einfach, ja, er wird zu warm. Funktioniert wie gesagt hervorragend, ist auch nicht teuer, so ein Ding kostet ja 50, 60 € vielleicht und funktioniert zusammen mit der Pistole für 25 € hervorragend. Man hat ein schönes Set für, ja, mit dem Schlauch noch, was ich bei 80 € insgesamt und man kann loslegen. Hat aber wie gesagt, man kann da nicht lange mit arbeiten. Es ist permanent ziemlich laut und man hat auch kein großes, ja, Druckvolumen, was hier aufgebaut wird. Es wird zwar der Druck erreicht, man hat aber nicht viel Luft. Das heißt, man kann da keine, ja, nicht mit hohen Drücken längere Zeit irgendwie arbeiten. Also als Ausblaspistole oder gar als Sandstrahlpistole sind diese Kompressoren völlig ungeeignet für. Im Verein haben wir den riesen Vorteil, dass wir einen Kompressor haben mit einem Drucktank. Mechanik ist ungefähr, beziehungsweise die Pumpe ist ziemlich gleich aufgebaut. Man hat hier einen Antrieb, man hat über eine Pleuelstange oben einen kleinen Kolben. Und die Druckluft, die wird hier über eine Leitung in den Drucktank reingeführt. So, der Drucktank, der wird so lange betankt, bis maximal ein Druck hier von 4 Bar erreicht wird. Dann schaltet dieses Druckventil ab. Das heißt, der Motor geht aus. Und dann weiß ich auch, wenn der Motor nicht läuft, ist entweder der Kompressor ausgeschaltet oder es ist im Druckbehälter mindestens 3 Bar, sage ich gleich was zu, bis 4 Bar drin. So, das Problem hierbei ist aber, ich kann es jetzt auch zeigen, hier ist auch relativ laut, baut jetzt intern seinen Druck auf, dass dieser Druckkessel, dass der so langsam gefüllt wird, bis ein Druck, den man auch nicht einstellen kann, von 4 Bar erreicht wird. Insgesamt, wenn er komplett leer ist, dauert es circa 1,5 Minuten, bis dieser Tank komplett auf 4 Bar befüllt ist. So, die Pumpe schaltet erst wieder ein, wenn ein Druck im Kessel von 3 Bar unterschritten wird. Das heißt, wenn dieser Druckschalter merkt, aha, es ist im Kessel sind es weniger als 3 Bar, dann wird die Pumpe wieder zugeschaltet und es wird wieder Luft eingefüllt. Es gibt hier auf der linken Seite gibt es ein Überdruckventil. Das heißt, warum auch immer, wie auch immer,
die Abschaltung nicht funktioniert, dass bei 4 Bar nicht abgeschaltet wird, würde ja so lange Luft reingepumpt, bis entweder der Motor nicht mehr kann oder tatsächlich der Kessel explodieren würde. Dafür gibt es ein Überdruckventil, das ist auf 6 Bar eingestellt. Das heißt, wenn der Kessel über 6 Bar Luft haben würde, würde die Luft hier ausgedrückt werden und würde sich dann selber entlasten. So. Vom Druckanschluss im Kessel geht es hier über eine kleine Leitung zu einem sogenannten Wasserabscheider. Wasser, wie soll Wasser? Die Umgebungsfeuchtigkeit, die angesogen wird, die landet auch im Tank und die landet auch im Wasserabscheider, aber nicht mehr in der Leitung zur Pumpe, zur Pistole. Das heißt, die Feuchtigkeit, die durch die Luft aufgenommen wird, und das ist tatsächlich bei Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit, ist das nicht unerheblich, was irgendwie, wenn man eine Stunde arbeitet, ist hier wirklich der Behälter, da kann man sehen, da hat sich definitiv Wasser gefüllt. Das kann man ablassen, es gibt hier eine kleine Ablassschraube, die kann man einfach hochdrücken, macht ein bisschen Lärm, aber dann wird die Flüssigkeit ausgedrückt. Da kommen wir auch gleich zum Nachteil von einem Kompressor, der mit Drucktank arbeitet, weil jeder Drucktank, der aus Metall gefertigt wird und wo Wasser im Drucktank gelangt, der fängt irgendwann an zu rosten. Darum sind auch ältere Kompressoren mit Drucktank immer ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn die rosten, ich habe selber noch nicht erlebt, dass so ein Ding mal irgendwie durchgerostet ist, dass hier kleine Löcher passieren oder tatsächlich, dass so ein Ding irgendwie reißt oder so. Tatsächlich gibt es im gewerblichen Umfeld, müssen Druckbehälter alle 10 Jahre kontrolliert werden, weil ja, da können Schäden an Mensch und Maschine passieren und da ist die Gewerbeaufsicht hinterher, dass die Drucktanks immer aktuelle Prüfungssiegel haben. Das ist im Privatbereich natürlich schlecht bis gar nicht durchsetzbar, deswegen machen die auch diese Vorgabe gar nicht erst. Ja, aber auch hier passiert es, dass, wie gesagt, in diesen Drucktanks, dass da Flüssigkeit eingelagert wird. Es gibt dafür auf der Unterseite vom Drucktank gibt es auch noch ein kleines Ventil. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit, die nicht durch diesen Wasserabscheider, das ist erst an der Folgestelle, rausgenommen wird, die kann man tatsächlich im drucklosen Zustand, ganz wichtig, kann man das Wasser ablassen durch diese Ablassschraube. Sollte man auch irgendwie alle paar Monate mal tun, braucht ihr euch aber nicht zu kümmern, da habe ich mal ein bisschen Blick drauf. So, an der Stelle, wo der Wasserabscheider ist, haben wir auch oben einen Druckregler. Da kann man über diese kleine Schraubkappe kann man den ausgehenden Druck einstellen. Wir merken, hier sind 4 oder manchmal auch 3 Bar Druck drin. Das ist viel zu viel zum Sprayen. Deswegen gibt es hier noch ein hintergeschaltetes Druckregelelement, wo man halt den Druck einregeln kann. Zum Airbrushen ideal ist zwischen 1,5 und 2 Bar ungefähr. Und da ist hinten, das kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen, ein Manometer, also eine Druckanzeige, wo man den Druck anzeigen lassen kann und halt eben auch regeln kann. Achtet drauf, diese Kappe, die kann man zum Regeln, beziehungsweise zum Regeln muss man die nach oben ziehen. Wenn die nach unten gedrückt wird, dann kann man die nicht verstellen. Die ist dann nicht kaputt, nicht mit Werkzeug beigehen oder so. Einfach nach oben ziehen und jetzt kann man die auch bewegen. Und zum Schutz kann man sie jetzt auch wieder runterdrücken. Dann kann auch der eingestellte Druck jetzt nicht verstellt werden. So, weiter angeschlossen ist hinten ein Druckluftverteiler. Den habe ich noch mitbestellt. Das heißt, wenn wir halt mal mit mehreren Pistolen oder mit mehreren Leuten... jetzt ist ja auch etwas undicht gerade. Das ist aber nicht schlimm jetzt gerade. Dann kann man mit maximal 6 Abgängen zu Pistolen oder zu Geräten Druckluft entnehmen. Man schließt dann einfach hier seine Schläuche an mit der Schnellkupplung zu den Pistolen und man kann sich schnell anschließen. Hinten muss man noch die entsprechenden Abgänge noch freigeben. Da kann man auch den Druck hier nochmal ein bisschen separater regeln.
Ah, man sieht. Der Druck, der geht hier aber raus. So, aber jetzt kann man tatsächlich seine Pistolen anschließen und damit arbeiten. So, das ist jetzt die Seite, wie man den einschaltet und wie man den bedient, beziehungsweise die Elemente davon. Was wir jetzt machen wollen, jedes Mal, wenn wir nicht mehr mit dem Kompressor arbeiten, soll der bitte drucklos gemacht werden. Weil wenn der ständig unter Druck steht und niemand da ist, sind auch sämtliche Dichtungen, die hier drin sind, auch ständig unter Druck. Deswegen lasst bitte, nachdem ihr da nicht mehr mitarbeitet, die Luft ab. Wie macht man es? Man schaltet den Motor aus, dass er nicht mehr nachpumpt. Man hat jetzt mehrere Möglichkeiten, dass man halt die Luft entweichen lassen kann. Man kann jetzt entweder das über eine Pistole machen. Das dauert ewig. Man kann es unten über den Wasserabscheider machen. Das geht schneller, dauert aber auch lange. Man kann es aber auch über das Druckventil machen. Ist ein bisschen laut. Achtung! So. Und jetzt ist der Druckkessel nicht mehr unter Druck und kann problemlos in die Ecke gestellt werden. Das heißt, da kann definitiv nichts passieren. Achtet ein bisschen drauf, wenn ihr das alles zur Seite stellt, dass eine Mechanik nicht irgendwo gegenstößt. Na, wenn man halt hier irgendwo gegenstößt an der Ecke, das ist nur durch diese Leitung gehalten. Und wenn die irgendwie nachgezogen werden müssen, ist nicht so gut. Achtet bitte ein bisschen drauf. Okay, das war's eigentlich zum Kompressor. Danke.